Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, euer Dave und wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt, ist das heutige Video etwas kürzer als gewohnt. Das liegt ganz einfach daran, dass das heutige Video bloß ein kurzes News-Update zur zweiten Closed Beta von Lost Ark werden soll. Zu der gab's jetzt nämlich vor einigen Tagen neue Infos und da ich euch die nicht vorenthalten möchte, sie aber leider auch nicht allzu umfangreich ausfallen, gibt's heute sozusagen eine kleine Quick News. Und zwar geht's darum, dass Smilegate, also der Entwickler von Lost Ark, neue Infos zur Größe der spielbaren Map der zweiten Closed Beta bekannt gab. Denn wenn wir uns jetzt mal dieses neue Bild hier ansehen, ist der gelb markierte Bereich das, was den Spielern der ersten Closed Beta so an Spielwelt zur Verfügung stand. Verkleinern wir das Ganze allerdings etwas und sehen uns das gesamte Bild an, ist sofort klar, dass die zweite Closed Beta, zumindest was die Spielwelt angeht, wesentlich umfangreicher wird als die erste. Denn alles, was innerhalb dieser blauen Linien ist, also diese aufgehellten Gebiete, wird von den Spielern tatsächlich erkundbar sein. Und wie den aufmerksamen Zuschauern unter euch wahrscheinlich aufgefallen ist hier ziemlich viel Wasser zwischen den Inseln zu sehen. Keine Sorge, das wird nicht bloß leerer Raum sein, mit dem die Spieler nichts anfangen können. Nein, denn in dem Update-Post ging es hauptsächlich darum, was man denn so für Abenteuer auf dem Meer erleben könne. Denn dass es in Lost Ark den Spielern definitiv möglich sein wird, in ihren eigenen Schiffen übers Meer zu tuckern, ist ja schon seit einer gefühlten Ewigkeit bekannt. Und so wie es aussieht, ist in der zweiten Closed Beta dieser sogenannte Naval-Content, also dieser Meeres-Content, wenn man so will, ein wesentlicher Bestandteil. Denn wie im Bild wunderschön zu sehen, wird es insgesamt 6 Häfen geben, von denen der Spieler dann seine Abenteuer beginnen kann. Und apropos Abenteuer, auf der besagten Website, aus der diese News eben stammt, wurde dieser ganze Seefahrer-Content mit einer Art Tagebuch eines Ingame-Charakters beschrieben. So hat der Charakter beispielsweise am zweiten Tag seines Segelabenteuers eine herzförmige Insel entdeckt, auf der wunderschöne Blumen blühen und in dessen Mitte sich eine spezielle Blume befindet, die wohl allem Anschein nach ein spezielles Quest-Item sein könnte. Am dritten Tag begegnete der Charakter auf hoher See einem Geisterschiff, erkundete eine abgelegene Insel, auf der Dämonen hausten und ein Schatz zu finden war, und gabelte am sechsten Tag sogar einen Schiffbrüchigen auf, der in die Crew des Charakters aufgenommen wurde. Das Ganze ist natürlich eine ganz nett erzählte Geschichte, aber was wir eigentlich daraus lernen, ist, dass es den Spielern in der zweiten Closed Beta wohl möglich sein wird, den gesamten Ozean frei zu bereisen. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass es sich mit dem Festland nicht anders verhält. Man wird also auf dem Meer neue Inseln entdecken können, neuen Monstern begegnen, Geheimnisse auf besagten Inseln lüften und hier und da anscheinend sogar auf feindlich gesinnte Geisterschiffe treffen. Des Weiteren wird es auch Aktivitäten wie zum Beispiel Fischen auf hoher See geben und hier und da werden wohl auch die ein oder anderen interaktiven Gegenstände im Meer zu finden sein, wie zum Beispiel der eben erwähnte Schiffbrüchige oder dieses Fass hier. Ebenfalls interessant, die Schiffe können durch schlechtes Wetter anscheinend auch Schaden nehmen. Und im Großen und Ganzen war es das eigentlich auch schon wieder mit den neuen Infos, die wir aus diesem kleinen, aber doch sehr feinen Abenteuertagebuch mit nehmen konnten. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir sowas in die Richtung, von mir aus auch gern umfangreicher, auch für die Festlandgebiete des Spiels bekommen. Und da dann gerne auch mit dem Startdatum der zweiten Closed Beta. Dieses sind uns Smilegate nämlich immer noch schuldig. Und damit ihr die Info auch garantiert nicht verpasst, kann ich allen, die neu hier auf meinem Kanal sind, nur den Abo-Button hier unten empfehlen. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über eine Bewertung freuen. Wie gesagt, war heute mal ein etwas kürzeres Video, aber nicht ganz uninteressant, wie ich finde. Ich verabschiede mich auf jeden Fall für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.